Yo Leute, was geht? Euer Tadash ist wieder back am Start mit einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Video und heute soll es um das ganz, ganz neue Super Smash Bros. Ultimate Update gehen, was gerade eben erst erschienen ist. Und ein paar von euch haben vielleicht schon darauf gewartet, viele von euch haben wahrscheinlich noch gar nichts davon gewusst, dass es kommt, aber Nintendo hat vor kurzem, ungefähr vor 2-3 Tagen, wenn ich mich recht erinnere, ein neues Update für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt und zwar für die nächste Woche und ab diesem Zeitpunkt an hat man sich die ganze Zeit gefragt, was könnte denn alles so neu sein, was kommt jetzt wirklich als erstes richtiges Update in Smash Bros. Richtig rein, wer wird gebufft, wer wird genervt, welche Neuerungen werden hinzugefügt, wird vielleicht der Online-Bonus ein bisschen verbessert, was wir uns alle eigentlich, denke ich mal, wünschen, denn der Online-Modus ist gerade wirklich ein heikles Thema, zu dem man wirklich etwas machen muss, Nintendo muss da wirklich mal eingreifen, was das angeht. Und auch wenn Nintendo jetzt übrigens auch gesagt hat, dass wir in einer Woche dieses Update bekommen werden, haben wir es einfach heute schon bekommen, das ging wirklich sehr, sehr schnell, vielleicht war es für Nintendo wirklich sehr dringend, dass sie das raushauen, aber ja, da wir es heute haben, besprechen wir das Ganze heute auch. Und so wird es auch zukünftig auch immer mit den neuen Updates hier auf dem Kanal ablaufen. Wenn ihr euch dafür auch wirklich interessieren solltet, dann werde ich nämlich immer, wenn ein neues Update kommt, hier auf dem Kanal ein Video hochladen, in dem ich wirklich jede neue Änderung mit euch bespreche und noch selbst meinen Senf dazu gebe. Ich habe mir die ganzen Updates natürlich schon angeschaut und meiner Meinung nach wurden wirklich sehr interessante Dinge geändert bzw. gebufft oder genervt, also verbessert bzw. verschlechtert. Dabei gibt es auch Sachen, die mich wirklich sehr abfacken, was diese Updates angeht und wobei ich hoffe, dass sie unbedingt geändert werden. Und ich würde sagen, labern wir nicht lange um den heißen Brei herum und fangen wir lieber an mit den ganzen Updates und besprechen alles, was hier jetzt eigentlich geändert wurde und was hier drinne steht. Falls ihr übrigens auch selbst wissen wollt, wie ihr selbst die Updates nochmal nachschauen könnt, hierbei müsst ihr einfach nur auf das Tab rechts, also diese schwarze Leiste da rechts gehen und dort auf Nachrichten drücken. Dann werden euch immer die neuesten Updates zu Smash angezeigt. Wie zum Beispiel jetzt dieses Update für die Version 1.2.0. Und ihr seht es hier gleich schon beim ersten Punkt. Bei den ganzen Updates wird es immer so sein wahrscheinlich, dass wir zwei Punkte kategorisiert bekommen, offline als auch online. Also Sachen, die nur im Online-Modus geändert wurden, als auch Sachen, die nur im Offline-Modus geändert wurden. Fangen wir aber an mit der Änderung im Offline-Modus. Hier gibt es nämlich nur eine Sache zu besprechen. Denn hier wurde beschrieben, dass die Schwierigkeit von Herausfordererkämpfen angepasst wurde. Was denke ich mal eine wirklich sehr, sehr gute Sache ist. Denn ich als schon etwas erfahrener Spieler und nicht als blutiger Anfänger zum Beispiel, wie es die meisten Spieler jetzt mit Super Smash Bros. Ultimate sind, habe schon wirklich sehr oft gegen Herausforderer verloren, was ich wirklich so zugeben muss, weil sie einfach manchmal einfach zu stark waren und zum Beispiel, wenn ein Ganondorf kam und mich zweimal getroffen hat, ich halt wirklich schon tot war. Das ist natürlich eine Änderung, die viel, viel besser ist für Spieler, die jetzt noch nicht so erfahren sind, die gerade noch dabei sind, das Spiel richtig zu lernen, die ganzen Mechaniken, wie es funktioniert, sich an den ganzen Stil erst gewöhnen und dass ein Herausforderer, ein Charakter, den sie freischalten wollten, wirklich so schwer ist, dass sie ihn nicht mit ihrem aktuellen Niveau packen können und freischalten können, ist natürlich ein richtig mieses Gefühl als ein Spieler, weshalb es natürlich viel besser ist und leichter ist, dass man die Herausforderer ein bisschen leichter macht in Smash. Hier wurde natürlich jetzt nicht gesagt, dass die Herausforderer leichter gemacht wurden, aber ich nehme das auf jeden Fall mal an, weil ich gegen wirklich sehr starke Herausforderer schon mal gekämpft habe, was mich sehr gewundert hat. Und ja, das ist wirklich eine gute Änderung, die ich supporte. So kommen die Anfänger eben noch schneller an neue Charaktere, die sie unbedingt spielen wollen. Und das gibt ihnen bestimmt noch mehr Motivation, das Spiel eher ein bisschen länger zu spielen. Aber das Ganze kann bestimmt auch so gemeint sein, dass bestimmte Charaktere auch etwas härter gemacht wurden. Denn genau das Gegenteil von dem, was ich eben beschrieben habe, ist mir auch passiert. Und zwar, dass die Computer wirklich viel zu schwach waren. Die haben sich teilweise halt manchmal einfach selbst getötet, ohne dass ich wirklich das machen musste. Ich bin wirklich einfach nur auf der Stelle stehen geblieben, habe nichts getan und dann springen sie auf einmal mit Up-B von der Stage oder Side-B und das war's dann mit denen. Sie waren einfach weg und waren halt wirklich nicht ein Herausforderer. Also ein bisschen eine Herausforderung soll natürlich immer noch drin sein. Ein Kampf soll noch stattfinden können. Das wäre aber auch die einzige Sache, die im Offline-Modus geändert wurde, beziehungsweise die wir für den Offline-Modus besprechen könnten. Übrigens, für die, die es noch nicht wissen, falls ihr gegen einen Herausforderer verloren haben solltet, dann könnt ihr ganz, ganz einfach zu dem weitere Modi-Tab gehen und unten rechts ist dann eine goldene Tür, die ihr anklicken könnt. Dort könnt ihr gegen Herausforderer kämpfen, gegen die ihr verloren habt. Ein nettes Feature, was man hier eingefügt hat. Nur so nebenbei. Kommen wir nun zu dem Online-Modus. Als erstes wird hier gesagt, beim Suchen eines Spielpartners im schnellen Spiel wird mehr Wert auf die in den Regelwünschen angegebene Matchform gelegt. Aus diesem Grund können sich die Wartezeiten bis zum Spielbeginn verlängern. Hinweis, eine Übernahme deines Regelwunsches ist weiterhin nicht garantiert. Also, das ist wirklich einer der wichtigsten Faktoren für mich im Online-Modus. Und zwar, dass wirklich auch die Regeln kommen, die ich möchte. Klar, es ist natürlich jetzt besser, dass Nintendo es so geregelt hat, dass deine Regeln jetzt mehr oder beziehungsweise
häufiger auftauchen, aber ich finde, es sollte immer noch irgendwie eine Funktion reinkommen, die es dir ermöglicht, dass wirklich nur diese Regeln auftauchen. Jetzt wissen wir aber auch durch eben diese kleine Info, durch dieses Update, durch die Beschreibung, die sie uns gegeben haben, weshalb es eben so war, dass wir am Anfang bzw. vor dem Update die ganze Zeit immer wieder in Games gekommen sind, die eben nicht deine Regeln hatten und es wirklich sehr selten der Fall war, dass wir auch unsere Regeln bekommen haben. Dies liegt laut dieser Aussage einfach daran, dass man hier am Anfang eher darauf geachtet hat, dass die ganzen Spieler wirklich sehr schnell in ein Match kommen und man merkt das natürlich auch. Sobald man auf Spielersuche drückt, findet man auch wirklich sehr schnell ein Match. Man braucht eigentlich kaum noch diese Hintergrundsuche zu benutzen. Das macht sie eigentlich relativ unnötig, weil man wirklich so schnell in ein Match kommt, weil das Spiel dich in irgendeins steckt, ohne deine Regeln zu beachten. Aber das finde ich wenigstens besser, dass man diesmal länger einfach wartet und dafür auch wirklich eine höhere Chance bekommt, in sein eigenes Match zu kommen. Vorübergehend ist das natürlich eine sehr gute Änderung, aber ich hoffe, sie lassen sich noch in Zukunft da etwas einfallen. Vielleicht kriegen wir nochmal einen extra Bonus in der Zukunft geliefert. Mal schauen, was uns Sakurai oder Nintendo, besser gesagt, da uns noch bringen wird. Das nächste wäre, die Stabilität der Echtzeitkommunikation in Kampfarenen wurde verbessert. Hinweis, für die Nutzung der oben aufgeführten Funktion wird eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online Mitgliedschaft benötigt. Okay, das sagt uns einfach nur ganz stumpf, dass in Arenen die Kommunikation einfach verbessert wird, also dass es halt weniger laggen sollte jetzt. Komischerweise hat man das nicht für schnelles Spiel gemacht. Ich weiß jetzt nicht wieso man das jetzt nicht für beides schnell machen konnte, schnell verbessern konnte. Aber immerhin geht das jetzt auch für die Arena. Ich meine, wenn ich in der Arena spiele, spiele ich meistens mit Leuten, mit richtigen Freunden, bei denen ich weiß, dass sie nicht wirklich laggen, aber selbst da kommt es noch ab und zu manchen kleinen Lags. Und wenn das noch behoben werden kann, ist es natürlich sehr schön von Nintendo, dass sie das machen. Und übrigens dieser Hinweis, ja, für diejenigen, die sich wundern, dass sie nicht online spielen können, ihr braucht halt wirklich eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft. Das ist sozusagen ein Abonnement, was ihr betätigen müsst, wie bei der PlayStation oder bei der Xbox mit PlayStation Plus oder Xbox Live Gold. Aber die Nintendo Switch Online Mitgliedschaft ist wirklich auch überhaupt nicht teuer. Ihr braucht euch da wirklich nicht allzu große Sorgen zu machen, denn ein ganzes Jahr, damit ihr wirklich sehr lange auskommt, kostet ihr auch nur 20 Euro. Aber natürlich muss man hier wiederum sagen, wenn Nintendo nicht wirklich einen guten Online-Service bietet, ist das schon ein bisschen Geld in die Tonne geschmissen. Weshalb sie sich wirklich daran machen müssen und den Online-Modus einfach wirklich stark verbessern müssen, weil sonst kann ich verstehen, dass alle Leute wirklich sehr aufgeregt sind, weil einfach sie einen Online-Modus bezahlen. Dann gibt es noch Allgemeines, das wäre das Vorletzte, was wir bekommen haben. Anpassung der Spielbalance, Stabilitätsverbesserung sowie weitere kleine Veränderungen. Das ist Pappelapapp, also einfach kleine Qualitätsverbesserungen, kurz gesagt einfach, was die Verbindung angeht und Frames im Spiel selbst. Und dann kommt noch was sehr Interessantes, was bei den Patches wirklich für uns immer das Interessanteste sein wird. Und das wäre einfach, dass an unten angeführten Kämpfern wurden Änderungen und Balanceanpassungen vorgenommen. Ja, verschiedene Kämpfer haben verschiedene Buffs oder Nerfs bekommen. Das heißt, bei manchen Charakteren sind jetzt eben die Attacken schwächer oder stärker oder haben eine kleinere Hitbox, blablabla. Diese Kämpfer wären Donkey Kong, Link, Kirby, Luigi, Ice Climbers, Young Link, beziehungsweise Junger Link, wie er im Deutschen heißt, Olimar, Toon Link, Bewohner, Quajutsu, Pac-Man, Duck Hunt Duo und Melinda. Und hier schon mal kurz gesagt, das ist die Sache, die mich richtig abfuckt, die ich auch am Anfang schon erwähnt habe, und zwar, dass man hier eben die Kämpfer erwähnt, die irgendwas geändert bekommen haben, aber man eben nicht erwähnt, was genau an ihnen geändert wurde. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Charakter von denen sehr gerne spielt, sehr viel spielt, wenn einer Charakter von denen dein Main ist, regt es halt ziemlich auf, wenn du nicht weißt, was an ihm geändert wurde. Selbst wenn er nicht dein Main ist, als Gegner, willst du ja auch wissen, was er jetzt kann, worin er besser ist und so weiter und so fort. Und das wird einem hier nicht gesagt. Ich hoffe, dass sie das definitiv noch ändern, weil das ist wirklich Dreck. Kann ich halt wirklich so sagen. Das ist wirklich Dreck, dass Nintendo das so darstellt. Einfach nur zu sagen, wer geändert wurde, aber nicht sagt, inwiefern. Das ist halt eben nochmal eine riesige Zeitverschwendung für Spieler, um zu schauen, was hat sich jetzt eigentlich bei meinem Charakter geändert. Was ich vor allem hier wirklich sehr interessant finde, ist halt, dass jeder einzelne Link, den es in diesem Spiel gibt, eine Änderung bekommen hat. Und ich habe wirklich so eine Vermutung, dass alle Links ein bisschen genervt wurden, also ein bisschen schwächer gemacht wurden, weil Link ist wirklich schon stark in diesem Spiel. Allgemein finde ich das Spiel relativ balanced, aber klar gibt es immer ein paar Sachen, die man wieder ein bisschen tweaken muss. Und die Links, da muss ich wirklich sagen, gibt es schon ein paar Sachen, die man ein bisschen schwächer macht. Muss. Ich frage mich auch, was sie jetzt an ihnen geändert haben. Ice Climbers ist auch eine der Charaktere, die ich wirklich als sehr, sehr stark in diesem Spiel empfinde. Duck Hunt finde ich aber wirklich sehr interessant, weil ich ihn so gut wie nie sehe und jetzt auf einmal bekommt er eine Änderung. Das ist sehr interessant. Wahrscheinlich wird er vielleicht ein bisschen stärker gemacht. Habe auch schon gehört, dass er auf einmal so zwei Dosen wirft oder so. Was natürlich nicht der Fall ist. Das sollte eigentlich nur ein Joke sein. Und Melinda. Bei Melinda kann ich mir gut vorstellen, dass ihre Side B ein bisschen genervt wurde, weil ich habe ein paar Videos gesehen, in denen ihre Side B an der Edge alle Gegner immer wieder
halt grabben kann, ganz easy. Und dann so die Gegner trappt, sodass sie gar nicht mehr auf die Edge kommen können. Aber ja, das wären eigentlich alle Patch-Notes, beziehungsweise das wäre alles über das Update, was nennenswert ist. Schreibt mir eure Meinung zu dem Update in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie steht ihr eigentlich dazu, zu den ganzen Änderungen, beziehungsweise zu der Darstellung, zu den geänderten Charakteren, dass sie ja nicht alles zeigen. Wie gesagt, ich bin ziemlich blöde. Wenn euch das ganze Video gefallen hat und ihr sowas auch zukünftig weiter sehen wollt, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, als auch natürlich diesen Kanal abonniert, um keine meiner Videos mehr zu verpassen. Hier gibt es alles rund um Super Smash Bros. Ultimate. Haltet Ausschau, morgen kommt das größte Smash-Video aller Zeiten. Das Smash Week-Video, das Finale der Smash Week, was ich natürlich auf diesen Samstag jetzt verschieben musste. Ich hoffe, es kommt jetzt auch endlich, weil, wie gesagt, wir sind dicker Bocken. Heute gibt es vielleicht noch einen Stream. Mal schauen. Ich werde euch auf jeden Fall auf YouTube benachrichtigen, falls es so ist. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Lasst es euch gut gehen. Passt gut auf euch auf. Und ich würde dann mal sagen, ciao.